Was geht ab? Ich heiße ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich stelle euch heute die krassesten Black Friday Deals vor, die es gibt. Im Bereich Beauty, im Bereich Fashion und im Bereich Lifestyle. Es gibt so krasse Angebote. Das heißt, ihr solltet unbedingt dranbleiben, weil Black Friday Week ist die Week, wo ihr shoppen könnt bis zum geht nicht mehr. Ihr könnt Geschenke einkaufen, ihr könnt für euch selber shoppen, feierliche Outfits oder Sachen, die euch immer zu teuer waren, wo ihr gedacht habt, nee, ist mir immer noch zu teuer. Bei Black Friday solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen. Wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Falls du noch kein Abonnement dieses Kanals bist, kannst du mich gerne kostenlos abonnieren. Ich lade so gut wie jeden zweiten oder dritten Tag ein Video hoch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und wir legen direkt los. Wir beginnen bei Naked und bei Naked könnt ihr 30% sparen, Freunde. 30%, das ist sowas von heftig. Dieser pinke Pulli ist zum Beispiel auch von Naked und ich werde euch alle Sachen in der Infobox verlinken. Den Code werde ich euch hier einblenden und hier oben werde ich euch Produkte einblenden, die ich persönlich sehr schön finde, also meine Wunschliste sozusagen. Vielleicht kann ich euch damit ein bisschen inspirieren. Bei Naked gibt es eigentlich alles Mögliche. Die verkaufen auch ihre Eigenmarken, aber dort findet ihr auch Ray-Ban oder Calvin Klein oder keine Ahnung, was auch immer. Könnt gerne vorbeischauen, 30% schlagt auf jeden Fall zu. Wo es auch 30% gibt, ist bei Mango, Freunde. 30% müsst ihr euch echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn es 20 Euro kostet, zahlt ihr nun auch 14 Euro für einen Teil und damit spart ihr auf jeden Fall eine Menge Geld. Ich muss sagen, dass ich bei Mango nicht so häufig shoppe, aber wenn ich was bei Mango finde, trage ich das sehr, sehr gern. Wovon ich auch mega geflasht war, ist von Boohoo. Boohoo hat 50% auf alles, Freunde, auf alles, auch auf Sale. Ich habe euch vor kurzem auf Instagram so ein Bild hochgeladen, wo ich diese Hose getragen habe. Boohoo ist eine Seite, wo ihr echt coole, stylische Fashion Pieces findet, die auch nicht so teuer sind. Also da kriegt ihr echt coole Sachen schon ab 10 Euro. Schaut euch die Seite an, falls ihr die noch nicht kennt. 50% ist krasser wie 30%. Schaut vorbei, sogar auf Sale-Sachen. Weiter geht's mit H&M. Ich habe euch vor kurzem auch ein H&M-Haul hochgeladen. Kann ich euch hier oben verlinken, falls ihr ein bisschen Inspo braucht. H&M hat jeden Tag neue Angebote, aber wir werden später nochmal zu H&M kommen. Da gibt's auch einen krassen Deal. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Einen Online-Shop, den ich auch sehr feiere, ist Missguided. Ich habe von Missguided zum Beispiel dieses schwarze Kleid hier. Habe ich euch in meinem Asos Haul gezeigt, meine ich. Kann ich euch auch hier oben verlinken, falls ihr noch ein paar Fashion-Inspirationen braucht. Auf Missguided gibt es 40%. Das ist auch echt ein krasser Deal. Aber ausgeschlossen sind Sale-Sachen. Also nicht so wie bei Boohoo. Weiter geht's mit Topshop. Und bei Topshop gibt es bis zu 50%. Was ich bei Topshop liebe, sind deren Hosen. Und da werde ich mir auf jeden Fall ein paar Hosen zulegen. Ich habe hier eine schwarze Hose. Das Gute bei Topshop ist, dass es halt auch für kleinere Menschen gedacht sind. Also die Hosenlänge ist variabel. Ich habe hier die Größe 26 und Länge 30, aber eine 28 hätte besser gepasst. Das ist das Yoni-Modell. Das hat hier an den Knien Löcher, ist sehr stretchy und ich liebe einfach die Hosen von Topshop. Die sitzen 1A. Falls ihr klein seid, so wie ich, dann nimmt Länge 28. Falls ihr normal groß seid, so 1,60, 1,65, Länge 30. Und falls ihr sehr groß seid, gibt es auch noch eine Länge 32 und 34. Also falls ihr auf der Suche nach neuen Hosen seid, schaut auf jeden Fall bei Topshop vorbei. Das sind die besten Hosen. Kommen wir zu einer asiatischen Online-Seite und zwar Shein. Vielen vielleicht noch bekannt unter Shein Zeit. Ich habe früher sehr eng mit denen zusammengearbeitet. Die haben mir immer mal ein paar Klamotten geschickt, beziehungsweise ich durfte mir ein paar Klamotten bei ihnen aussuchen. Ist halt ein asiatischer Online-Shop, ist so eine 50-50-Chance, ob es gut ausschaut oder nicht. Was ich euch aber auf dieser Seite empfehlen kann, ist, die Rezensionen zu lesen, weil zu manchen Produkten gibt es eine Rezension und Tragebilder. Da könnt ihr euch einfach durchlesen, okay, ist das jetzt gut oder nicht. Wo keine Rezension ist, würde ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, aber dort gibt es auch sehr schöne Sachen. Bei Shein spart ihr bis zu 20% und dann noch irgendwie so zwischen 5 und 10 Euro. Schaut am besten in der Infobox vorbei, da werde ich euch nochmal alle Links verlinken, wie gesagt, mit den Codes hinschreiben und dann könnt ihr shoppen. Ich werde euch jetzt noch ein paar Online-Shops geben, die aber erst ab morgen freigegeben sind. Also am Donnerstag wird es erst diese Codes geben. Also schaut morgen am besten nochmal in der Infobox vorbei, weil da werde ich euch die Codes reinschreiben. Und da sind auch krasse Deals mit dabei. Und zwar gibt es bei Edited 50% auf
gewisse Produkte. Da müsst ihr einfach durchstöbern. Falls ihr gerne bei Edited bestellt, ist es für euch wahrscheinlich interessant. Dann kommen wir noch zu einem Top-Deal, wo ihr euch wahrscheinlich auch sehr drüber freuen wird. Und zwar könnt ihr ab morgen, den Donnerstag, bei H&M 20% sparen. Ich darf euch das eigentlich auch nicht sagen, gell, aber pscht. Dann wird es morgen auch 20% bei Asos geben, Freunde. Ihr wisst, ich liebe Asos. Asos Haul habe ich euch auch verlinkt, wie gesagt. Da könnt ihr auch auf jeden Fall zuschlagen. Mit 20% macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Und dann habe ich hier noch River Island im Angebot. Wird ja jetzt auch ein bisschen mehr auf Instagram promoted. Ab einem Einkaufswert von 100 Euro gibt es 20%. Das heißt, wenn ihr einen Warenwert von 100 Euro habt, dann müsst ihr nur noch 80 Euro bezahlen an alle Mathe-Genies da draußen. Das nächste Angebot ist von Nike und zwar gibt euch Nike 30% auf Sale-Sachen. Als ob das nicht genug ist, ihr bekommt noch zusätzlich auf die Sale-Sachen 30%. Sagt mir mal bitte, was das für ein geiles Angebot ist. Vergesst nicht, das gilt erst ab morgen. Ich glaube, heute haben die auch schon irgendwas auf gewisse Sportwear, keine Ahnung. Ich liebe aber die Schuhe von Nike. Bei Nike werde ich auch definitiv vorbeischauen. Das sind meine liebsten Schuhe. Werde ich euch auch verlinken, wenn ich die finde. Die sind einfach nur weiß. Bisschen klobig, aber nicht zu klobig. Und das sind meine All-Time-Favorites. Weiter geht's mit Lifestyle und bei Lifestyle habe ich Amazon im Angebot für euch. Amazon hat bis zum 25. November verschiedene Angebote. Schaut am besten heute da rein, schaut am besten morgen da rein und bis zum 25. November. Ich werde mir auch auf jeden Fall ein paar Sachen auf Amazon bestellen, wie zum Beispiel eine neue Speicherkarte. Die ist, glaube ich, im Angebot für 7 Euro oder so. Gebt euch das mal, 7 Euro. Aber da gibt es auch Tablets, glaube ich, von Amazon selber. Was habe ich noch gesehen? Powerbanks könnt ihr heute noch erwerben. Ich werde euch ja hier Bilder einblenden, gell? Da könnt ihr auf jeden Fall ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen, Freunde. Also ich hatte schon ein paar Weihnachtsgeschenke in meinem Kopf, habe auch ein paar Sachen in meinen Warenkorb getan, muss jetzt nur noch bestellen. Schaut auf jeden Fall bei Amazon vorbei. Weiter geht's mit Beauty-Online-Shops. Und zwar habe ich eine Seite vor kurzem erst für mich entdeckt. Und zwar lautet die Seite beautybay.com. Da zahlt ihr keinen Zoll, da zahlt ihr, glaube ich, auch keinen Versand. Die haben sehr viele Marken wie Jeffree Star, Anastasia Beverly Hills, Ordinary. Ich habe mir die Ordinary Foundation dort bestellt. Und die haben bis zu 30% auf verschiedene Produkte. Ich habe mir auch ein Lippenset von Jeffree Star bestellt. Ich glaube, da waren so 8 Liquid Lipsticks für 30 Euro drin oder so. Kommt jetzt auch demnächst. Ich werde euch auf jeden Fall ein Video darüber updaten. Darauf könnt ihr euch freuen. Aber checkt auf jeden Fall die Seite ab. Ich habe mir auch die Anastasia Beverly Hills Pomade für 17 Euro bestellt, Freunde. Ich meine, die kostet entweder 23 Euro oder knapp unter 30 Euro. Aber für 17 Euro musste ich zuschlagen. Dann ganz normal auf Douglas gibt es 20%, wenn ihr Beauty-Card-Inhaber seid oder wie auch immer das heißt. Ich bin eine Beauty-Card-Inhaberin. Wer hätte das gedacht? Ich muss euch sagen, bei Douglas rentiert das sich schon zu bestellen, wie zum Beispiel die Adventskalender. Ich habe euch ja einen Adventskalender vorgestellt, verlinke ich euch auch hier oben, wenn ihr wollt. Und bei solchen Aktionen kaufe ich auch sehr gerne Produkte, die ich mir in der Drogerie nachkaufen würde. In der Drogerie gibt es ja selten so Prozente, deswegen schaue ich dann bei Douglas, okay, wenn es noch 20% gibt, dann kaufe ich meine liebste Foundation aus der Drogerie und da spart ihr halt auch ein bisschen Geld. Und dann bekommt ihr noch ein paar Goodies dazu, ne, so ein paar Proben. Könnt ihr auch nichts falsch machen, 20% auf Douglas. Dann hat Flaconi auch noch ein Angebot, da müsst ihr einfach mal vorbeischauen. Auf gewisse Sachen gibt es halt Sale oder sind reduziert oder was auch immer. Und dann habe ich noch zwei Luxury-Online-Shops für euch. Und dann habe ich noch zwei luxuriöse Fashion-Online-Shops für euch, wo ihr krasse Marken bekommt, wie Gucci oder Miu Miu oder was auch immer. Ich überlege mir tatsächlich, was von Gucci zu holen. Und zwar spreche ich von der Seite Luisa Via Roma. Dort gibt es 30% ab 300 Euro, Freunde. Also falls ihr irgendwie euch überlegt habt, den Gucci-Gürtel zu kaufen, der, keine Ahnung, zwischen 200, 300 kostet, dann würde ich da auf jeden Fall zuschlagen. Da spart ihr 100 Euro, falls es 300 Euro kostet. Und das ist echt ein mega Angebot. Ich muss mir noch drüber Gedanken machen, ob ich mir tatsächlich noch eine Tasche holen möchte von Gucci oder von Yves Saint Laurent, so eine rote. Wie gesagt, ich blende euch meine Favorites hier ein. Sind halt schon sehr teuer, ne? Aber 30% ist echt ein Wort. Und da sollte man eigentlich schon zuschlagen, gell? Aber
Ich bin noch in der Überlegungsphase. Und bei Stylebop, falls ihr Stylebop kennt, gibt es auch 30%. Wie gesagt, ich werde euch alle Informationen in die Infobox schreiben. Also schaut da gerne vorbei. Falls ihr noch weitere Black Friday Deals habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Einfach um uns auszutauschen und um uns gegenseitig Tipps zu geben, wo es was Günstiges gibt, wo man sparen kann. Dazu dient ja die Kommentarfunktion. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen und bedanke mich fürs Einschalten und sage Bye!